wunderschönen guten Morgen, die Damen und Herren. Es ist Sonntag früh nach unserem letzten Konzert. Also das gestern war das letzte Saltatio Mortis Konzert. In 2013. Nein, ich wollte euch nur erschrecken. Also, das Jahr 2013 geht zu Ende mit einem wundervollen Konzert für uns gestern in der Riesenarena Bamberg. Bamberg ist eine wunderschöne Stadt. Liebe Bamberger, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie schön eure Innenstadt ist, aber jetzt können auch wir es bestätigen. Also Bamberg, top. Da sollte man mal ein Mittelalterfest organisieren. Wenn sich jemand berufen fühlt, macht mal in der Innenstadt, mittendrin. Ja, vielleicht gibt es da so gewisse Leute, die das machen. War super gestern, wir hatten richtig Spaß. Es ist manchmal fatal. Letzte Shows mit Saltatio Mortis am Ende einer Saison oder am Ende einer Konzertreise sind immer besonders und speziell. Und so war es auch gestern. Also, wenn ich mir überlege, was da hinter den Kulissen wieder an Sachen gelaufen sind. Zum Beispiel, ich meine, ich sitze jetzt hier alleine. Ich bin mit Bruder Frank, der Letzte, der noch hier ist in unserem Techniklager. Unser Herb, der Fahrer, ist weg. Unser LKW-Fahrer gerade eben ist auch los, der Diesel. Der heißt wirklich Diesel, ja. Also, egal, ich bin schon wieder. So, mein Zeug ist hier, wird jetzt, die Kiste nachher wird zugemacht und erstmal zu bleiben bis März. Und alle sind weg. Elsie wurde gestern Abend von unbarmherzigen Schergen aus dem nahegelegenen Ostdeutschland entführt. Also, ich weiß nicht, wie es ihm geht. Wir haben noch nichts von ihm gehört. Elsie, wenn du das hörst, halt durch. Wir holen dich da raus. Oder auch nicht, mal gucken. Was wollte ich noch erzählen? Genau, eine Sache ist besonders und ich kann nur nicht zu viel verraten. Aber wir haben gestern nach unserer Show und nach Ende der Veranstaltung Backstage noch mit diversen anderen Künstlern zusammengesessen und Laster Balk war, wie ich so schön sagen würde, im Vorwärtsgang. Laster Balk ist immer dann im Vorwärtsgang, wenn es ihm besonders gut gefällt und wenn er genug Flüssigbrot zu sich genommen hat, Gerstentee oder auch malzige, hochprozentige Gesundheitskräutergetränke. Und, so viel kann ich verraten, es ist gestern Abend per Handschlag eine Wette gefallen. Ja, Frank? Das habt ihr nicht gesehen, aber Frank ist gerade hinter der Kamera so zusammengezuckt, weil er weiß, was das bedeutet. Ja, es gab eine Handschlagwette. Was es genau ist, kann ich noch nicht sagen. Es wird irgendwas nächstes Jahr sein. Ich weiß, worum es geht. Deswegen habe ich schon meine Mütze an, damit mir nichts passieren kann. Das war ein Reim. Ich habe meine Mütze an, damit mir nichts passieren kann. Vielleicht sollte ich in Zukunft texten. Sondern würde auch sowas nicht mehr mit diesen Wetten passieren. Aber okay, es ist eine Wette gefallen und ich hoffe, dass sie auch eingelöst wird. Das liegt nicht an uns. Wir sagen hier, wir machen das. Wenn die andere Band sich das traut, dann bitte. Kommt doch. Okay, was wollte ich noch erzählen? Letztes Live-Auftreten, Saltatio Mortis, Apostroph, Genitiv, ihr wisst, im Jahre 2013. Es war schön, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gestern mich wieder mit tollen Leuten unterhalten können. Wir haben neue Leute getroffen, das war super. Wir haben Fans erreicht, die wir sonst nicht erreichen. Und jetzt freue ich mich erstmal auf ein paar freie Tage, ein paar war mal durchatmen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an euren freien Tagen. Unsere Weihnachtspodcasts gefallen euch gut, das habe ich mitgekriegt. Es gibt ja noch zwei, soweit ich weiß. Frank nickt mit dem Kopf. Ansonsten sehe ich euch im neuen Jahr, hoffentlich gesund und munter wieder. Aber das, ihr seht mich noch mal ein paar Mal, zwei, dreimal in irgendwelchen Podcasts. Jetzt mache ich meine Kiste zu und dann bleibt die zu. Bis März. Ja, bis dahin, viel Spaß mit allem, was ihr tut. Ich hoffe, ihr kriegt viele Geschenke. Ich hoffe, ich krieg viele Geschenke. Frank, hast du mir ein Geschenk gekauft? Ja, er nickt mit dem Kopf. Okay, war es teuer? Nee, du Arsch. Warte. Oh, jetzt kriegt der Frank erstmal auf die Fresse. Tschüss. Nächstes Mal bitte mit mehr Geld. Mehr.